dass das Volksparkstadion seit Wochen ausverkauft ist. Begrüße den Trainer Markus Gisdol bei mir und bitte um Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen. Jurek Rohrberg von Sky News macht den Anfang. Ja, guten Morgen, Trainer. Morgen. Gestern war ja schon ein Schockmoment beim Training, wahrscheinlich auch für Sie. Deswegen ein kurzer Überblick: Wie sieht's aus mit Lasogga? Wie sieht's aus mit Müller? Wie geht's Hand? Wie geht's Holtby? Fast alle Spieler sind mit Blessuren ausgestattet, die durchaus Hoffnung machen, dass wir sie am Samstag einsetzen können, bis auf Pierre. Pierre wird ausfallen fürs Spiel am Samstag. Bei allen anderen besteht berechtigte Hoffnung, dass wir sie am Samstag einsetzen können. Was heißt Hoffnung bei Müller? Wie können wir uns das vorstellen? Das ist ja das gleiche Knie, das verletzt war. Aber das Band hat keinen Schaden genommen bei der Aktion gestern. Was hat Pierre genau? Er hat eine Verletzung im Adduktorenbereich, die jetzt nicht so schnell verheilt, dass er am Samstag wieder spielen könnte. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt. Um bei den Verletzten weiterzumachen, würde er denn, was wir ja alle nicht wollen, aber würde er denn im Fall einer möglichen Relegation einsetzbar sein? Oder ist das jetzt 2 10 Tage Pause und damit klares Aus? Meine Gedanken gehen nur bis Samstag, und weiter überlege ich aktuell nicht. Deswegen kann ich die Frage jetzt nicht beantworten. Und Albin Ekdal hatten wir eben noch vergessen in der Aufzählung. Der ist ganz normal heute Mannschaftstraining einsetzbar. Ja. Ja, ich habe doch gerade eben gesagt, dass es so ist, dass ich Ihnen doch jetzt nicht jeden einzelnen Spieler genau die medizinische Vorgehensweise und die medizinischen Dinge an die Hand geben kann, sondern dass es definitiv so ist, dass wir heute, Stand heute, ausgehen können davon, dass bei allen anderen Spielern die berechtigte Hoffnung besteht, dass sie am Samstag einsetzbar wären. Matthias Lindenbrügger von der Mopo. Herr Gisdol, es wird wahnsinnig viel von Druck und Angst und Nöten gesprochen vor diesem Spiel. Freuen Sie sich eigentlich auch? Das ist ja die Kunst für uns, jetzt auch ein Stück weit sich von diesen, sagen wir mal, belastenden Dingen sich auch frei zu machen. Ja. Wir haben eine große Chance jetzt erreicht mit diesem letzten Heimspiel, dass wir vor heimischem Publikum, und wir wissen, zu welchen Leistungen wir zu Hause fähig sind, das haben wir schon oft gezeigt, welche Macht wir auch zu Hause sein können. Und da werden wir alles reinwerfen. Und deswegen gilt es auch darauf, nicht diese negativen Dinge zu sehr an sich heranzulassen, sondern, wie Sie auch sagen, dieser Druck, der da vielleicht auch oftmals aufgebaut wird und der natürlich dann einfach auch mal wieder besinnen muss darauf, dass es Fußball ist, ja, dass es eigentlich ein tolles Spiel ist, ja, und dass du dich einfach freuen solltest auch darauf. Und wenn du dich dann ein Stück weit frei machen kannst, dann kannst du auch eine gute Leistung bringen und nicht zu sehr an Dinge denken, die nicht förderlich sind. Ecki Häuser von Sky in der Mitte. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass der Druck naturgemäß natürlich Tag für Tag ein Stück weit steigt. Herbert Bruchhagen hat ja auch eingeräumt, dass alle hier beim HSV im Augenblick sehr angespannt sind. Wie ist das bei Ihnen? Ist das eine normale Situation auf ein Spiel hin oder spüren Sie schon hier und da auch eine Veränderung? Ach, ich sage mal so, es ist seit Wochen ja keine normale Situation, die uns ja oft in die Verlegenheit brachte in den Spielen, dass du fast gewinnen musstest, um irgendwie nochmal ranzukommen, um dran zu bleiben. Und deswegen müssen wir es jetzt ein Stück weit auch umwandeln. Ja. Wir haben jetzt uns diese Chance erarbeitet, ja, und mit der notwendigen Bescheidenheit, aber auch mit der Demut, aber auch dankbar mit dieser Situation jetzt umzugehen, dass wir diese Chance jetzt uns erarbeitet haben, aus einer aussichtslosen Situation jetzt die Chance zu haben, mit einem Sieg jetzt schon den Klassenerhalt perfekt zu machen in dem letzten Spieltag, ja, und nicht weiter dann noch gehen zu müssen, sondern es vielleicht jetzt auch schon klar machen zu können. Und das ist, glaube ich, für uns alles so das Wichtigste. Aber wie man selber damit umgeht, da hat jeder sein eigenes Rezept. Dem einen tut Ablenkung gut, dem anderen tut gut, wenn er sich noch mal ein paar Szenen anschaut. Jeder für sich sein eigenes Ding. Aber dass es außergewöhnliche Tage und Momente sind in der Trainerzeit und in der Spielerzeit auch, das ist unbestritten.
Lars Pegelow, NDR 90,3. Herr Gisdol, sehen Sie Ihre Mannschaft ein wenig psychologisch im Vorteil nach dem vergangenen Wochenende? Auch die Dinge versuche ich komplett auszublenden, sondern das ist jetzt ein separates Spiel. Und ich, wie ich gerade gesagt habe, wir haben uns diese Chance erarbeitet und die wollen wir jetzt auch ganz fokussiert und konzentriert angehen, um hier unseren Heimsieg einzufahren. Ich gerne noch eine Frage nachschieben. Gestern wurde schon diskutiert, heute auch über die Schiedsrichteransetzung. Was denken Sie darüber? Auch die Dinge versuche ich auszublenden. Ja, das ist, es bringt nichts, sich darüber Gedanken zu machen. Ich hoffe, dass es keine engen Entscheidungen notwendig sind für dieses Spiel, für den Ausgang des Spiels. Das wäre am allerbesten. Und wenn es dazu kommt, dann hoffe ich auf eine faire und klare Entscheidung eines guten Schiedsrichters. Bastian Vollmer, RTL Nord. Einer dahinter. Herr Gisdol, der Bus steht schon bereit. Jetzt sollte er ins Trainingslager gehen. Wie sehr freuen Sie sich darauf, ich sag mal, endlich dann auch Ruhe zu haben, komplett außenrum sich ein bisschen abschotten zu können? Ich glaube, es ist wichtig. Wir haben es entschieden, nachdem wir das letzte Mal uns dort auch sehr wohl gefühlt haben, ist es für uns einfach auch nochmal wichtig, jetzt nicht zu früh auch in so einen Modus da reinzugehen und hier wegzugehen, sondern denke, es ist auch ein guter Zeitraum, jetzt 2 Tage vor dem Spiel hier aufzubrechen. Es ist einfach auch so, dass die Gegebenheiten hier für uns da nicht optimal sind, um sich ein bisschen zurückzuziehen, weil hier irgendwo natürlich auch nicht die Möglichkeiten sind, was Zimmer beziehen und so weiter angeht und eng beieinander zu sein, ohne dass du ständig beobachtet wirst auf Schritt und Tritt, sondern da wollten wir einfach für uns nochmal, das war auch Wunsch unserer Mannschaft, dass wir nochmal uns ein Stück weit lösen davon und wir haben hier eine tolle Möglichkeit, es ist eine Stunde entfernt, ja, keine allzu große Anreise. Deswegen sind wir froh, dass wir die Entscheidung jetzt so genommen haben. Martin Seidemann, NDR 2. Herr Gisdol, vielleicht haben Sie das Motivationsvideo von Arminia Bielefeld in der Kabine gesehen, bevor die Mannschaft 6-0 gegen Braunschweig gewonnen hat. Lassen Sie den Co-Trainer einfliegen oder haben Sie da selber einen Spezialisten für solche Ansprachen? Nee. Nein, nein. Jurek Rohrbeck, Sky News. Eine gewisse Lockerheit braucht man ja auch für so eine schwierigen Spiele. Was steht heute Abend an? Grillen, Angeln, was Filme gucken? Was haben Sie im Repertoire? Das wird man noch sehen, was wir da heute machen. Auf jeden Fall wird man natürlich miteinander Zeit verbringen. Das ist wichtig für uns. Und da ist es manchmal auch ganz gut, wenn du Ablenkung hast. Aber ihr braucht jetzt nicht warten vor dem Hotel. Wir fahren nicht weg irgendwo, wo wir dann irgendwie was sehen können, sondern wir werden ein bisschen für uns. Aber auch Normalität hier auch. Wenn du jetzt hier einen besonderen Kletterwald aufstellst und dann einer jagt den anderen hinterher und alle müssen gleichzeitig da ankommen. Dieses ganze Getue da um Teambuilding machst, das ist doch alles durch, ja, oder das 10. Refing oder irgendwas, das bringt doch alles nichts, sondern entscheidend ist, dass du nachher klar bist und wie man sonst miteinander umgeht. Aber da jetzt künstlich irgendwas aufzubauen, das ist alles, macht keinen Sinn. Wären schöne Bilder. Ja, glaube ich, aber mach von Till ein paar Bilder, das sind auch schön. Ja, oder ihr schmeißt den Plan nochmal um für Jurek. Uli Pingel, Hamburg 1, Sport 1. Herr Gisdol, die Partie ist ausverkauft, jeder will hin, bei eBay gibt es Karten für 500 Euro und so weiter. Was erwarten Sie für eine Stimmung am Sonnabend und wie sehr können die Fans auch helfen, vielleicht gerade letzte Viertelstunde wieder, wenn es unentschieden steht? Zunächst einmal erwarte ich großartige Stimmung, Heimspielatmosphäre, aber dann ist es bei uns. Nicht erst bei den Zuschauern oder nicht zuerst bei den Zuschauern, sondern bei uns liegt es. Ja, bei uns liegt die Aufgabe, hier ein Feuer zu entfachen und wieder Heimspielatmosphäre zu erzeugen durch eine gute Leistung, durch das, wie wir auftreten. Und dann sind unsere Zuschauer immer da gewesen. Und das wird sicherlich an dem Tag auch wieder der Fall sein. Ecki Häuser von Sky News nochmal. Entschuldigung, Sky Deutschland. Irgendwas werden Sie heute Abend schon geplant haben. Wissen Sie es schon, was Sie machen oder wollen Sie es einfach nicht verraten? Ja, wenn, dann machen wir nichts Außergewöhnliches. Es ist tatsächlich so. Ja. Vielleicht sitzen wir zusammen, vielleicht schauen wir was zusammen an, vielleicht reden wir, vielleicht trinken wir was. Egal. Also keine großen Geschichten. Ja, tatsächlich nicht.
Nochmal eine Nachfrage zu der Antwort von eben bei Ihnen. Sie haben gesagt, ja, jeder Spieler muss irgendwo unterschiedlich angepackt werden und verarbeitet Druck auch unterschiedlich. Was ist denn Ihr eigenes Geheimnis mit Druck, mit so besonderen Situationen, die Sie ja nicht zum ersten Mal erleben, umzugehen, um auch für sich ein inneres Gleichgewicht und ja, eine positive Ausstrahlung zu haben auf die Mannschaft? Ja, ich versuche dann schon, mich sehr auf die Aufgabe zu konzentrieren. So diese negativen Gedanken mache ich mir da gar nicht. Merkt ihr ja vielleicht auch in den Antworten, dass ich zu den negativen Szenarien oftmals auch gar keine Antwort habe, weil ich mir darüber keine Gedanken mache. Es sind für mich nur Energiefresser, die ich immer versuche dann wegzudrücken, wenn sowas mal aufkommt oder an mich ran will. Dann versuche ich mir sofort in Lösungen Gedanken zu machen und versuche, wie können die Lösungen aussehen, wie kann der Umgang mit der Mannschaft aussehen, wie kann es aussehen, dass wir heute im Training machen und wie wir das Spiel angehen. Deswegen versuche ich mich dann zu fokussieren auf positive Dinge, aber natürlich versuche ich auch, mich hin und wieder abzulenken, indem dass ich dann halt auch vielleicht mal versuche, was zu lesen, was irgendwie nichts mit Fußball zu tun hat, oder irgendwie mal spazieren zu gehen, wo du dann vielleicht nicht so viele Leute triffst oder so, solche Dinge. Aber wie gesagt, ich glaube, da hat jeder seine eigenen Rezepte. Wenn ich noch eine Frage kurz stellen darf. Auch wenn man ja solche Situationen in ähnlicher Form schon mal erlebt hat, jede Situation ist irgendwie wieder neu. Wodurch unterscheidet aus Ihrer Sicht die jetzige Situation sich nochmal von ähnlichen Situationen in der Vergangenheit? Was ist das ja, Besonderes oder besonders Spannende auch an der jetzigen Konstellation, gerade am letzten Spieltag dann gegen Wolfsburg, direkt um diesen 15. Platz spielen zu können? Wenn Sie darauf anschneiden, wie es jetzt in der letzten Mal war, wo ich in der Situation war, da war es halt anders. Da bist du ja, sagen wir mal, da bist du ja gerade noch so in die Relegation reingerutscht. Jetzt ist es ja so, dass wir hier nicht erst seit 7 Spieltagen zusammen sind, sondern schon einen ganzen Weg miteinander gegangen sind und eine wahnsinnig lange Aufholjagd hinter uns haben und fast alle Spiele irgendwie gefühlt was zu verlieren hatten. Und jetzt ist es eigentlich das erste Mal, dass du ein Spiel hast, wo du eigentlich nur was gewinnen kannst. Ja, weil die Position wird auf jeden Fall sich nicht verschlechtern. Das ist mal klar. Und deswegen ist es schon vom Grundsatz her, von der Sache her, eine andere Herangehensweise, wie es damals dann auch war. Und jeder Verein hat so sein eigenes Innenleben und jede Mannschaft hat auch ihren eigenen Charakter. Deswegen kannst du nicht Dinge, die du vielleicht mal mit einer Mannschaft gemacht hast vor 2, 3 Jahren, direkt so 1:1 übernehmen und denken, das würde jetzt der anderen Mannschaft helfen, weil jedes Team hat so seine eigene Kultur und seinen eigenen Charakter. Deswegen halte ich nichts davon, ähnliche Dinge oder gleiche Dinge wieder mit dem Team zu machen, dass man vielleicht auch schon mal gemacht hat. Auf der anderen Seite hilft es natürlich mir schon, die Situation zu kennen und den Umgang mit dieser Drucksituation irgendwo auch vom Gefühl her schon mal gemeistert zu haben. Und ja, es gibt einem ein Stück weit Sicherheit, ein Stück weit Stärke natürlich auch. Kai Schiller, Hamburger Abendblatt. Was für einen Gegner erwarten Sie und was ist Ihre Erklärung, dass diese sehr prominente Wolfsburger Mannschaft, prominent besetzte Wolfsburger Mannschaft, jetzt am letzten Spieltag um den 16. und 15. Platz kämpft? Ich würde heute kein Statement zum Gegner abgeben, aufgrund der besonderen Situation. Ich kann nur sagen, wir werden vorbereitet sein, wir werden sehr fokussiert sein und sehr klar in dieses Spiel reingehen. Kai, reichst du das Mikro einmal nach hinten zu Michael Maske vom NDR Fernsehen. Herr Gissel, Sie hatten ja quasi mit Ihrer Mannschaft vielleicht schon so 3 Matchballspiele, wenn man das sagen kann, gegen Augsburg, gegen Darmstadt, gegen Bremen, vielleicht auch gegen Mainz. Was stimmt Sie so zuversichtlich, dass Ihre Mannschaft jetzt mit diesem Druck zurechtkommt in dieser Partie gegen Wolfsburg? Ich sehe es nicht so, dass es vergleichbare Spiele waren. Die waren anders. Die Situation war anders, wie sie heute ist. Deswegen kann ich die Frage auch nicht beantworten, warum es dort anders sein soll, wie es damals war, weil ich die Situation heute anders sehe. Bastian Vollmer nochmal von RTL.
Sie sagten, jeder Spieler soll selbst mit dem Druck umgehen können, seinen eigenen Weg finden. Inwiefern spielt dann vielleicht jetzt auch nochmal in den nächsten 2-3 Tagen ein Gespräch mit einem Sportpsychologen bei dem einen oder anderen eine Rolle? Oder ist sowas dann kein Thema mehr oder kann jeder das suchen, das Gespräch? Ich muss deswegen grinsen, weil ich irgendwie seit Wochen jedes Mal in der PK oder in den ganzen Zusammenkünften mit Medienvertretern jedes Mal dann irgendwie der Psychologe eine besondere Rolle spielen soll. Der spielt auch eine Rolle, wenn du gewinnst. Also wenn du auch erfolgreiche Saisons hast. Deswegen, der kommt dann immer irgendwie so reflexartig die Frage nach dem Typ. Der ist da, der steht sowieso zur Verfügung. Also da gibt es keine besonderen Rollen, aber den gibt es eigentlich in jedem Team. Ja? Nur, da wird immer darauf angesprochen, ob der jetzt was Besonderes macht. Nee, der muss auch jetzt gar nichts Besonderes machen. Am besten, der muss gar nichts reden. Am besten, mit dem spricht gar niemand. Dann sind alle klar. Und wenn jemand das möchte, kann das machen. Ja? Aber es gibt keine besondere, auch da. Es wäre sowieso wie so ein künstliches Teambuilding in irgendeiner Form. Ja? Wollen wir nicht. Ja? Und da jetzt was Besonderes zu machen, nee. Das geht nicht. Gibt es noch offene Fragen? Ich sehe keine mehr. Dann bedanke ich mich herzlich für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz und dann sehen wir uns am Sonnabend. Schöne Anreise.